Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, ich wollte gestern meinem Ferienkind Emine Maljoscha im Baumarkt ein Planschbecken kaufen. Alles ausverkauft. Habt ihr daheim kein Klo, wo der reinmachen kann? Einmal die 4 und den aufblasbaren Einhornschwimmreifen hier. Momentchen mal bitte. Stefan, meine Mutti will das Ding ja nicht im Garten haben. Wollt ihr schon ein Trampolin, ein Lidl-Gartenpavillon und ein RTL2-Kamerateam von der Messi-Sendung steht? Nee, weil's an der Rasenstelle nach 2 Wochen immer aussieht wie unterm Hut von Udo Lindenberg. Stimmt. Also das Wasser in einem Planschbecken sollte man übrigens alle 2 bis 3 Tage komplett erneuern. Stefan, mein Patenzwerg Emine Maljoscha will ja auch nicht so ein Pipi-Basing für U3-Schreisäcke. Der wünscht sich die Planschpool-Hüpfburg Fluch der Karibik mit Schiffsrumpfbecken, 3 Palmen, Höllenrutsche und Wasserkanone. 250 Tacken plus Wasserrechnung. So ein Ding hat aber einen Vorteil. Echt jetzt? Das Wasser steht einem schon vorm Aufblasen bis zum Hals. Stimmt. Macht 4.156 Euro. Sammeln Sie Red Bull-Punkte. Haben Sie eine O2-Card oder sind Sie im Franz Beckenbauer Club? Red Bull? Vielleicht verleihen die ja auch Schwimmflügel. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.